für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass Sie, Herr Lammert, hier auf etwas hingewiesen haben, was aber, glaube ich, bei vielen der regierungstragenden Fraktionen immer noch nicht angekommen ist. Wenn wir es zulassen, dass CETA vorläufig zur Anwendung kommt, entmachtet sich der Bundestag selbst. Dass wir einen Bundestagspräsidenten haben, der euch das noch einmal vorhalten muss, ist eigentlich traurig. Aber bitte hören Sie doch einmal auf den Bundestagspräsidenten, Herr Lammert. Und die heutige Debatte ist auch deshalb gut, denn es geht ja nicht nur um diese vorläufige Anwendung, es geht ja auch um TTIP und CETA insgesamt durch unseren Antrag vom November. Und wenn die Bevölkerung draußen einen weiteren Beweis will, dass offensichtlich CDU, CSU und SPD gegen die Mehrheit der Bevölkerung diese Verträge durchpauken will, dann hat das die heutige Debatte auch nochmals gezeigt. Deshalb glaube ich, ist es zwingend notwendig, dass wir auch wirklich uns voranmachen, auch in Deutschland die Möglichkeiten von Volksabstimmungen in wesentlichen Verträgen zuzulassen. Wenn in anderen Ländern über solche Verträge abgestimmt wird, wenn in den Niederlanden so etwas vorbereitet wird, wenn in Belgien so etwas vorbereitet wird, und wenn wir sehen, dass in Deutschland die Ablehnung gegen TTIP und CETA so riesengroß ist, aber die Bundesregierung mit ihren tragenden Parteien das durchpauken will, dann brauchen wir endlich auch in Deutschland eine Volksabstimmung über solche Verträge, und wir als Linke fordern das. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wir haben sehr viele Debatten zu diesem Thema schon im Bundestag gehabt, und immer wieder kommt der gleiche Vorwurf: Warum debattieren wir denn darüber, wenn noch nichts vorliegt? Ich sage, die Debatten waren richtig gut, und es zeigt auch das gute Zusammenspiel zwischen Opposition im Bundestag und außerparlamentarischen Bewegungen. Mit jeder Debatte im Bundestag, mit jeder Aktion der außerparlamentarischen Bewegungen ist der Widerstand größer geworden. Und bitte schicken Sie noch öfters Herr Pfeiffer ans Mikrofon, dann haben wir bald die 100% Ablehnung in Deutschland. Aber Herr Bartel, so einfach machen wir es Ihnen nicht. Wenn in ein paar Jahren mal wieder so ein Kongress der SPD ist und vielleicht wieder eine Reinigungskraft kommt und Ihnen erzählt, warum sollen wir denn eigentlich noch eine Partei wählen, die den Umweltschutz abgebaut hat, die Arbeitnehmerrechte abgebaut haben, Sozialstandards abgebaut haben, das Primat der Politik noch weiter geschwächt haben, kann sich Herr Gabriel nicht mehr hinstellen und sagen, schuld sind die Schwappen. Übrigens, bei diesem Thema, was diese Woche Thema war, waren auch die Schwarzen nicht dran schuld. An Agenda 2010, Hartz IV, wart ihr alleine dran schuld. Aber wenn das Thema wieder aufkommt, jetzt hat es Herr Gabriel in der Hand, auch heute in Brüssel deutlich zu machen, wir sind gegen CETA und TTIP und wir sind gegen eine vorläufige Anwendung. Und genau das erwarten wir von Herrn Gabriel als Minister. Und deshalb fordern wir hier nochmals die Bundesregierung auf, dass sie die vorläufige Anwendung von CETA, das von der EU-Kommission ja geplant ist, tatsächlich ablehnt und verhindert. Und wir lassen auch nicht zu, dass immer wieder der Ball über Brüssel gespielt wird. Sie sagen jetzt, und Herr Lammert, ich komme auch gleich zu Ende, Sie sagen jetzt, wir wollen das erst entscheiden, wenn wir den Auftrag bekommen. Nichts in der EU-Kommission, nichts in den Räten passiert ohne deutsche Beteiligung. Wir wissen, dass die EU-Kommission das vorbereitet. Deshalb haben Sie es jetzt in der Hand, Nein zu sagen und nicht nachher zu sagen, Brüssel ist dran schuld. Dieses schwarze Peterspiel auf Brüssel können Sie jetzt schon im Vorlauf verhindern. Deshalb entweder Sie sagen jetzt, wir machen das nicht mit, oder Sie sind mitschuld, wenn es zur vorläufigen Anwendung kommt. Aber noch einmal, TTIP und CETA wird von SPD, CDU und CSU durchgedrückt, und wir sind dagegen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege.